Börsenradio Network AG. Marktbericht. Ja, herzlich willkommen am Montag, den 29. Juli 2024 zum ersten Podcast-Live-Blick an die Börsen Frankfurt und Wien. Mein Name ist Christian Drastil, ich sende heute aus einem Outdoor-Studio und mache ein bisschen eine Crossover-Folge für Frankfurt und Wien, und beide Märkte sind im Frühgeschäft einmal im Plus. Der DAX um 0,44% auf 18.498,12 Punkte und der ATX ist im Plus mit 0,32% auf 3.684 Punkte. Ja, Ausgangssituation nach 30 Wochen war die, dass der DAX 9,94% Year-to-Date Plus hatte, der ATX 6,89% und der Total Return, der mit den Dividenden, der mit dem DAX vergleichbar ist, 12,36% Plus, also sogar besser als der DAX. Gewinner, Verlierer jetzt nach 30 Handelsminuten im DAX ist das die Merck mit 3,5%, und da gibt es auch Zahlen dazu. Nach dem starken zweiten Quartal hat man die Jahresprognose angehoben und Haupttreiber war eine operative Entwicklung, die sehr stark ist in den Bereichen Healthcare und Electronics. Da hat man die Markterwartungen deutlich übertreffen können. Dann Zalando mit plus 2,1% und die RWE mit plus 1,6%, und die RWE, die war schon davor 8 Tage im Plus, also schickt sich an, den 9. Plustag in Folge zu machen. Günstiger nach 30 Minuten MTU minus 0,5%, Henkel minus 0,3% und die BASF ebenfalls minus 0,3%. Auf Jahreshoch in diesem Tag gestartet sind die MTU und die Fresenius, und neben der RWE sind auch noch die E.ON und die Merck jeweils 5 Tage im Plus gewesen. Beste Aktien der Monatssicht MTU, Year-to-Date Siemens Energy und neue schwächste Aktien der Monatssicht die Infineon. Und Year-to-Date Sartorius, und Sartorius hat aber am Freitag mit 6,52% plus sehr, sehr stark aufholen können und ist nur noch einen Prozentpunkt schwächer als die Conti. Ja, wie gesagt, auch der ATX stärker, und wir haben hier aus dem Roadshow-Kreis heute vor allem die Telekom Austria erfolgreich unterwegs. Heute vor 25 Jahren hat es ein österreichisches IPO an den neuen Markt in Frankfurt gegeben, die Adcon Telemetry. Gute Umsätze hat der Wiener Markt zuletzt auch gehabt, zweimal circa 300 Millionen Euro. Das ist für Wien relativ viel, und im Börse People Podcast sage ich noch dazu, Carlina Scharowa-Müller heute, das Ende einer vierteiligen Serie aus der österreichischen Kontrollbank Central Counterpart Austria CCPA. Und da geht es darum, wie man Wertpapiergeschäfte abwickelt. Zahlen, Risiko, Regulatorik, EMIR-Verordnungen, Brexit, Lehman, T plus 1 versus T plus 2, ESMA, NEMOS im Strommarkt, Stresstests, Cyberrisiken, Resilienz und die Unterschiede zwischen Kapitalmarkt und Strommarkt. Und das Schöne ist, dass diese Clearingstellen es geschafft haben, trotz großer Verwerfungen am Energiemarkt, wie erzählt, oder auch zum Beispiel bei Lehman oder auch bei dem Covid-Crash, dass es keinen Ausfall am Counterpart-Sektor gegeben hat. Gut, abschließend noch ein Blick auf Gold. 70.907 Euro für das Kilogramm teilt Gold & Co. jetzt mit. Das ist auch etwas mehr, als das am Freitag der Fall war, und ca. 1.800 Euro unter den Highs. Wie der Tag weitergegangen ist, werden uns Peter Heinrich und Andi Groß im Schlussbericht für den DAX erzählen. Und morgen gibt's wieder 2 Podcasts, Wiener Börse Party auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich den Live-Blick in den DAX. Tschüss aus Wien, sagt Christian. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.